Ein Hallo an euch am 11. Dezember, 11.12.2023. Und zuerst erkläre ich wieder mal die Kulisse. Ich habe heute wieder mal versucht, zum irgendwas lichttechnisch herzubekommen, bekomme ich nicht. Das heißt, ich weiß am Schluss nicht, wie dieses Video ausschaut, also lichttechnisch. Ich weiß nicht, ob ich heute wieder 25 Jahre älter ausschaue in diesem Video, jünger eher nicht, aber eines könnt ihr sicher sein: Das, was ich euch weitergebe, ist unplugged. Das heißt, ich liebe es, geistig zu arbeiten. Seit heute Vormittag um 9 bin ich im Geschäft, habe wirklich unglaublich tolle, geniale Gespräche mit Leuten geführt, die mir vertrauen, die einfach so ins Geschäft reinpurzeln. Jeder darf kommen, kostet gar nichts. Das ist so mein 10. Teil, den ich jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Jahre im Geschäft anbiete. Immer Montag, Dienstag und Mittwochvormittag darf jeder kommen, komplett kostenfrei. Und ich schaue einfach, was die geistige Welt zu diesem Menschen sagt. Und dieses liebe ich. Und hier gebe ich viel Zeit hinein, sehr viel Inbrunst. Und manchmal bekommt auch der Mensch einen Anschiss, einen geistigen Anschiss. Und es hört sich dann immer ein wenig schlimmer an, als es ist. Aber was schön ist, der Mensch geht hinaus und sagt Danke. Jeder, der hier bei uns vorbeikommt, spürt, da passiert was. Es ist wie so, wenn du hört sich jetzt ziemlich blöd an, aber es ist wie wenn du durch die Tür hineingehst und du weißt, hier sind alle Engel und alle geistige Helfer und ich bin halt dieses Medium, das hier sitzt. Ich sage immer, ich bin die Sekretärin von Gott und gebe das, was du an Hilfestellung benötigt, an Gott weiter. Er sagt, okay, hier sind diese zuständig und diese und diese und diese. Und so wird dann ausgewählt. Schlussendlich geht der Mensch hinaus und sagt, wow, ich beginne ein neues Leben. Das mache ich also seit 4, 5 Jahren in diesem Geschäft. Ich kann es echt nicht sagen. Ich glaube, 5 Jahre sind wir jetzt im Geschäft oben. 5 Jahre mache ich 3 Tage in der Woche eben diesen Dienst, aber es ist kein Dienst, es ist für mich unglaublich. Ich liebe dieses. Aber du kommst dann um 12, 12:30 Uhr nach Hause, bist schon ein wenig groggy, weil es ja auch ein wenig anstrengend ist, immer dieser Kanal zu sein. So kann ich es erklären. Dann 14 Uhr geht es weiter, bis 16 Uhr. Kartenlegetermine liebe ich. Ich liebe diese Kartenlegetermine und ich glaube, die Menschen lieben es auch, weil ich bin voll ausgebucht. Und dann geht es nicht lange, dann heißt es, Margit, Video ist angesagt. Dazwischen koche ich, mache ich, wasche ich, egal wie. Und warum ich dieses erzähle, ist der Mensch, der seine Berufung gefunden hat. Und wenn seine Berufung ist zu atmen, wenn seine Berufung ist, jeden Morgen aufzuwachen und zu sagen, ich bin das Licht der Welt, der wird 2024 einer der größten Transaktionsjahre der goldige Drache erleben. Und er wird merken, wow, es funktioniert alles. Egal, was ich mache, es funktioniert. Manche werden ein wenig überheblich, dann sagt Gott, nein, 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 Kind, komm wieder zurück in die erste Reihe, lernen wir die Demut. Der andere sagt, ich zeige euch allen, wie es funktioniert. Dann sagt Gott, so schnell lernen wir auch nicht. Geh du zuerst in die Schule und lern du, dass du dich selbst verwirklichen sollst. Also das 2024 wird ein extravagantes Jahr, wo wir immer wieder merken, okay, Korrektur, Korrektur. Und dann sagt Gott wieder, Spiel, Kind, Spiel. Und dann, wenn du wieder irgendwas auf den anderen wirfst, dann sagt Gott, nö, 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 so machen wir es nicht. Also das Jahr 2024 läutet sich jetzt mit dem 12.12., was ja morgen beginnt, so richtig ein. Wir schließen den Kreis. Heute habe ich gemerkt, dieses Zurückschauen, wenn ich nur die letzten 1,5 Jahre zurückschaue, und das soll ich auch, die letzten 1,5 Jahre, dann war für mich der größte Stern, der schlimmste Stern, der unglaublich intensivste Stern, als meine Mama von dieser Welt gegangen ist. Natürlich ging sie
nur körperlich. Aber körperlich hieß für mich, eine Haut wurde mir regelrecht weggezogen. Und das war für mich schon sehr, 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 sehr schlimm, obwohl ich natürlich wusste. Ich habe ja während dem Sterben von Mama immer noch mit Mama gesprochen. Sie sagte mir, Margit, ich komme aus dem Körper nicht raus. Wie komme ich raus? Nämlich bin ich zu ihr gegangen, als zu ihr nach Hause, und habe ihre Hand gehalten und habe ihr gezeigt, wie sie über den Kopf hinauskommt. Aber das, was hier da drin passiert ist, nicht dieser mediale Teil, nicht dieses Medium, das vielleicht vieles hier versteht, sondern ich war gefordert als Kind, Margit. Ich habe Mama immer als Jesus gleich gesehen und mein Jesus in Form von Mama geht. Und ich habe aber gemerkt, dass sich seit Mama gegangen ist, in mir unglaublich was Großes getan hat. Es ist wie wenn Mama jetzt durch mich wirkt. Das ist wie wenn wir ein Team werden. Das ist wie wenn du selbst weißt, dass es jetzt genau umgekehrt ist. Sie hat dich geboren, aber jetzt lässt du sie durch dich weiterleben. Und sie war ja die grundgütigste Person, die ich überhaupt kennengelernt habe. Mama war Jesus gleich. Und dass sie jetzt durch mich wirkt, ist für mich ein tägliches Wunder. Und dieser Tag, den wir morgen erleben, ist dieses 12.12. Manche möchten es wieder groß promoten, aber es ist ein Kreis. Die 12 ist eben ein Kreis. Ein Kreis, der sich schließt. Und wenn du die letzten 1,5 Jahre zurückgehst und überlegst, was hat sich bei dir verändert? Wo stehst du heute? Ich hätte zum Beispiel vor 1,5 Jahren nie gedacht, dass wir nach Spanien ziehen. Nie. Das kam so etwas von selbst. Wir haben uns eigentlich mit dem Wohnmobil verfahren. Und jemand sagte, fahr zu Les Medes. Dort bekommt ihr sicher einen Stammplatz. Und wir haben uns einfach nur eingelassen auf Les Medes. Heute sind es Freunde von uns. Und heute wird es mehr denn je der Beginn unseres neuen Lebens. Aber ich hätte vorher nie gedacht, dass ich wirklich ganz bald in Spanien leben werde. Nie. Und das bedeutet einfach, lass dich aufs Leben ein. Die 12.12, die nun beginnt, bedeutet ein neuer Abschnitt. Wichtig ist eines, solange du aufgeräumt bleibst, solange du weißt, alles ist gut, wie es jetzt genau ist, solange kann deine Tür geöffnet werden auf alles, was das Leben dir nun schickt. Ich habe null Ahnung, wie Spanien wird. Null Ahnung. Ich freue mich jeden Tag, Spanisch zu lernen. Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Mein Hirn nimmt dieses Spanisch sehr schwer auf. Aber ich liebe die Musik der spanischen Sprache. Ich liebe es, dort wohnen zu dürfen. Ich liebe aber genauso Österreich. Für mich ist Österreich das Paradies, speziell der Bregenzer Wald. Ich habe hier in diesem Haus 19 Jahre gelebt. Und ich war 19 Jahre glücklich hier. Und jetzt darf jemand anders hier wohnen. Und ich freue mich, dass diese Familie genauso glücklich werden darf. Das heißt also, da gibt es nichts, flüchten zu müssen. Sondern ich liebe auch jetzt, nicht gerade wenn es schneit. Ich mag keinen Schnee. Werde ich auch nicht mehr lernen. Ich bin eher der Süditaliener, der nun Spanier wird. Aber ich merke, dass ich mit mir im Reinen bin. Ich habe ja seit 2019 meine komplette Familie, also nicht meine Kinder, aber außer meine Mama. Aber ich habe alle meine Geschwister, meinem Vater, komplett losgelassen, weil es nicht mehr funktioniert hat, weil diese Epoche vorbeiging. Und das war schmerzhaft, weil ich als das Pfützenkind immer glaubte, dass ich mich erklären müsste. Und irgendwann habe ich gemerkt, fertig, es macht mich kaputt, mich erklären zu sollen. Es macht mich kaputt, ständig zu sagen, darum, darum, darum. Und irgendwann wusste ich, Margit, lass los. Eine neue Geschichte deines Lebens funktioniert jetzt. Und seit ich losgelassen habe, und es war kein einfacher Prozess, absolut nicht, bin ich freier denn je. Und ich merke, es gibt in der Vergangenheit nicht irgendetwas, was ich aufhalten möchte. Gar nichts. Ich freue mich auf das, was kommt. Aber nicht mal dieses ist wichtig, weil ich nicht weiß, was kommt. Ich weiß nur, in Spanien haben wir nun ein Haus. Das ist gekauft. Wir haben einen
Besitz und hier keinen Besitz mehr. Das heißt, der Weg wird vielleicht dorthin gehen. Er geht auch dorthin. Aber was somit alles kommt, ist, es gibt so der Spruch, nur Gott weiß. Und nach diesem lebe ich auch. Ich weiß einfach, ich bin göttlich geführt. Ich weiß, ich kann verzeihen. Ich weiß, ich kann begreifen, warum ich bin, wie ich bin. Und jetzt komme ich wieder auf diesen 12.12. Ein Kreis schließt sich. Und wenn du nichts zu bedauern hast, wenn du nichts zu verzeihen hast, wenn du jetzt dort stehst, wo du stehen sollst, dann kommt heute Nacht ein silbernes Tablett und sagt, nun beginnt dein neues Leben. Nun beginnt alles von neu. Was immer das ist. Ich habe jetzt ganz viel Margit-Gespräche hineingebracht, aber manchmal braucht man Bilder, um zu verstehen, warum es so ist, wie es ist. Ich freue mich, morgen, übermorgen und übermorgen, also 3 Tage lang, habe ich unglaublich coole, tolle Webinare zu halten. Das heißt, ich bin jetzt 3 Tage lang immer online. Und ab Freitag werde ich das nächste Video machen. Aber zuerst im Dauerstress der Hochinformationen, die ich anderen Menschen weitergeben kann. Ich kann dir nur eins sagen, wenn du ab dem 14. Dezember nicht irgendwo an Veränderung gemerkt hast, dann frag Gott. Frag Gott, was kapiere ich nicht? Wenn du aber gemerkt hast, wow, jetzt hat sich was getan, dann bist du online. Mehr ist es nicht. Frag Gott, glaube an deine Berufung, glaube, dass deine Berufung das Einzige ist, was du zu tun hast, zu atmen. Glaube, dass du das Licht der Welt bist und das ist nicht irgendwo leer gesprochen. Freude haben, dich als Geschenk sehen und höre ja auf, andere verantwortlich zu machen für das, was du selbst nicht leben kannst. Mein heutiges Video an dich, länger geworden als ich dachte, ich weiß nicht, wie lange es brauchte, hochzuladen, aber mein Job ist für heute getan. Einen wunderschönen Abend und danke dir fürs Zuhören.